Hey hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich suche immer noch nach diesem komischen Geheimgang und dem Zimmer. Dieses Baron, Helfer, Fritzens, keine Ahnung. Ich habe aber, glaube ich, eine Idee. Ich darf nur den Timer nicht wieder vergessen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, das interessiert jetzt keinen mehr. So. Oh. Entschuldigung. Ah, Licht aus. Oh. Ein schönes Stück. Der Überfluss ist Überfluss an Leere. Okay, kann ich nicht rein? Geheimgang. Ist das ein Grundriss von dem Gebäude? Könnte sein... Nein, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe eine andere Idee. Und zwar der Raum, von dem aus gesagt wurde, beziehungsweise in dem gesagt wurde, dass es von da aus einen Geheimgang geben würde. Das ist der falsche Raum. Muss ich kurz gucken, welcher Raum ist. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Hier? Nope. Das ist Madame. Dann war der wohl auf der anderen Seite. Ich glaube nämlich jetzt in diesem Raum auch halt dieser Geheimgang dann war. Würde Sinn ergeben, hä? Oh. Hier. Wieder zu. Hier sind Blätter. Diese Blätter machen Geräusche. Und rauf mit dir. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Wer weiß, wer weiß. Wo könnte hier ein Geheimgang sein? Oh, hier gibt es so viel Zeug zum Was Mitnehmen. Kommt als nächstes? Die Bücherregale. Das könnten möglicherweise... Ja... Jede Nacht derselbe Albtraum. Ich kann die nicht beide ausschalten, das ist scheiße. Ich muss versuchen, das relativ heimlich zu machen. Oh. Okay, ich werde mal kurz speichern. Oh Gott, oh Gott. Okay, nicht bewegen. Zeit. Hey! Was war das? Oh. Sieh dich mal um! Halt! Kleinen Moment. Autospeichern? Nein. Ach so, schnell laden. Kleinen Moment. Ja, ich habe die Vase umgeworfen. Deswegen hat es ein Geräusch gemacht. Wenn ich jetzt... Oh. Oh, Heiliger! Ja. Hey, ich habe jemanden gesehen. Alles in Ordnung, soweit ich das sehe. Meine Nerven spielen verrückt. Da war niemand.
Halt! Yeah. Okay. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass hier der Geheimgang ist. Yay! Voll gut. Das war cool. Das war richtig gut. Ich bin ihm dadurch entkommen, dass ich den Geheimgang aufgemacht habe. Und einfach davon Das war gut. Das war sehr gut. Was ist das? Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch kommen müssen. Richtig? Oh mein Gott, diese Geschwindigkeit. Hinauf in die Nacht. Ja. Okay, komm schon. Könnte das vielleicht ein bisschen schneller gehen? Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Pläne? Was denn für Pläne? Würdest du bitte... Ich würde dir ganz gern das Licht ausmachen. Wow! Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Offensichtlich. Gebaumelt hätte er so oder so. Ich suche das Studierzimmer nach den Plänen. Theodor Eastwick, Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Habe ich den nicht gerade umgehauen? Okay, wo sind diese verdammten Pläne? Aha. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Du, der kann gar nichts mehr. Das Einzige, was der noch kann, ist baumeln. Komm schon, komm schon. Meister Eastwick, öffne die Tür! Hauptsache, er hat sich vorher verbarrikadiert. Und zwar richtig gut sogar. Das war ja klar. An der letzten Seite. Da. Oh! Verdammt, ist das cool. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Legt der Kerl da drin Patiencen, oder was? Rätsel, toll. Das ist ein Rätsel, yay. Ich wäre dafür, dass ich dich mal da oben runterhole, oder? Hast du es gehört? Wir wissen, ihr seid da drin, Eastwick! Warte hier. Ich glaube, der Schildmann kommt. Okay. Was ist das für ein komisches Rätsel? Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Wozu? Wie soll ich denn wissen, wie das... Woher soll ich denn wissen, wie dieses dämliche Gebäude aussieht? Rückblicke. Ach. In Ordnung. Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch.
Hä? Ach, egal. Nein! Ach, ich muss ganz unten anfangen. Ich muss mich dann quasi hocharbeiten. Theodore Eastwick! Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest! Habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Holz, Holz. 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 Kommt das hin? Scheiße. Hab ich irgendwo ein Bild von diesem Ding? Diesem komischen Turm. Kann ich mir das nochmal ansehen? Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Ach, kann er mal aufhören zu labern da draußen? Das geht aber tierisch auf den Sack. Okay, ich habe jetzt 10 Minuten. Finde ich sehr gut. Allerdings finde ich es nicht so gut, dass ich nicht weiß, wie dieses Ding aussieht. Okay. Das wird's nicht sein. Oh, naja, immerhin habe ich noch was zum Mitnehmen gefunden. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Wie oft will er das denn noch versuchen? Mein Gott, das funktioniert doch nicht. Okay, irgendwie scheine ich das wohl weiter versuchen zu müssen. Habe ich nicht doch irgendwelche Dokumente, wo es ist? Oh Mann. Karte ansehen. Okay, ich bin zumindest mal in dem Studio. Ach Mann. Das ist doch... Stone Market, Zeitung. Bin ich im Stone? Okay. Gut, ich fürchte, ich muss mich damit begnügen. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Okay, das war jetzt wirklich eher ein Zufall. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie dieses Ding aussieht. Das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Okay, ich gehe davon aus, dass das die Pläne sind. Bewegung, der Architekt auf Befehl des Barons auf frischer Tat ertappt. Tötet ihn! Sehen. Diese Öffnung am Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Ich habe das Gefühl, ich habe mir gerade sämtliche Knochen gebrochen bei dieser Aktion.
Oh mein Gott, das ist ein bisschen... Ui. Boah. War ja schon geil irgendwie gerade. Das Problem ist nur, dass ich jetzt... Wo muss ich hin? Da muss ich hin. 13 Meter. In Ordnung. Oh Mann. Oh Mann. Das war schon cool. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kannst du hier hoch? Nein, kannst du nicht. Ach, Seil. Natürlich. Schön, dass natürlich jetzt das gesamte Gebäude weiß, dass ich da war. Aha. Sieht aus wie so ein Schalter oder sowas, ist aber keiner. Okay. Hast du auch nicht? Gut, gehe ich halt weiter. Ist das jetzt schon dieser Lüftungsschacht? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So viele Fliegen. Okay. Sperre Schlüsselhorn Loche. Zu sehen, was sich auf der anderen Seite findet, halt der Event und Türke. Yep. Weiß ich ja schon. Hector hat möglicherweise etwas Lohnenswertes für dich. Schau bei seiner Werkstatt in Stonemarket vorbei. Da fahren wir schon. Seht ihr was? Oh. What? Alle so ein bisschen benommen hier. Entweder das oder tot. Oh. Ach Gott. Kann ich hoch? Lass mich doch hier hoch. Mann! Ah. Oh. Heilige. Ich habe keine Ahnung, was ich überlebe. Den Sprung schon mal nicht. Ah doch, natürlich. Und? Ah! Wow. No! Nein! Wow! Oh. Schnell! Weil ich... Wow! Wow! Gib mir das. Ich will das mitnehmen. Wow. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da unten? Nicht dein Ernst? Boah, ich gehe kaputt hier. Jetzt passiert, ich habe überhaupt nichts mehr gesehen. Was ist da passiert? Scheiße. What? Ernsthaft? What? Deshalb. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. In der Kühlbrunnen ist kein Wasser und ich kann den Dampf nicht ablassen. Trotzdem, Eingang ist Eingang. Jetzt muss ich nur noch Bassos Zelle finden. Das kommt mir verdammt bekannt vor. Das kommt mir verdammt bekannt vor. Geh und frag Arkwright, ob er irgendeine Idee hat.
Okay, die gehen aber diesmal nicht auf meine Kappe, ehrlich. Bin ich das? Ich hoffe nicht. Doch, hört sich fast so an. Aber wie ist das? Kann ich das... Oh, ich sehe nichts mehr. Scheiße, Mann! Kann ich das Feuer irgendwie ausmachen? Muss sie weg? Kann ich hier durch? Ja, ich kann hier durch. Oh, fuck. Wow. Komm, nicht rüber. Nein. Oh Gott. Ich seh nix! Ich muss da hin. Da, das ist... Ah. Das tut mir alles nicht gut, das tut mir alles nicht gut! Bauch steigt nach oben, richtig? Boah. Scheiße, Mann! Ich erstick ja hier fast in dem Scheiß. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwie da rein. Oh, ich kann doch jetzt nicht aufhören, Mann. Eigentlich ist die Folge zu Ende, aber... Ey, ernsthaft. Das geht jetzt nicht. Dann wird das halt eine längere Folge. So, kann ich nichts für. Oh. Ohne Scheiß, mir kratzt es gerade im Hals. Ich habe das Gefühl, dass ich selber da bin, ey. Oh. Der hat sich da... mit Mühe und Not rüber geschleppt. Boah, scheiße, war das tatsächlich ich, der da rumgehustet hat. Vier Meter? Ach so. Warum? Ah, hier geht's längs. In Ordnung. Ein schönes Stück. Erinnerung an einen Soldaten. Habe ich noch ein Wurfobjekt? Kann ich wahrscheinlich gebrauchen, ne? Ja, kann ich gebrauchen. Hier wird sich sowieso kein Schwein darum kümmern, ob ich da bin oder nicht. Nach oben? Wo muss ich hin? Ich gehe mal nach oben. Oh, ist das eine gute Idee? Kann das funktionieren? Ah, ich verstehe. Nicht. Als sie doch kommen, sterben sie auf. Neue Karte. Kleinen Moment, ich guck mal kurz. Erinnerungen an einen Toten, genau. Zurück. Zurück. Ressourcen. Hä? Ach, Wurfobjekt, genau. Mhm. Ah, ich wollte mir die Karte angucken. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung. 23 Meter, in Ordnung, da muss ich hin. Oh Gott, noch eins. Hey! Wonderful! Ganz viel. Kennt das? Hauptsache ist alles am Zusammenbrechen und einfach nur... Ich bin hier fast am Sterben. Häftlingsliste. Die will ich jetzt sehen. Ohne Scheiß. Zellenblock 10. Ey, das kommt mir so bekannt vor. Wirklich im ersten Teil. Zweites Level. Zweites? Drittes? Ich glaube, das war's. Das zweite. Müsste es gewesen sein, wo wir auf jeden Fall eigentlich Cutty im Gefängnis besucht haben. Oder aus dem Gefängnis holen wollten. Und der dann da im Gefängnis gestorben ist. Und in der... Also
auf dem Schwierigkeitsgrad Experte, hätten wir eigentlich auch Basso aus diesem Gefängnis rausholen müssen. Und das kommt mir gerade so bekannt vor. Warall wegen Verbrechen der Götzen, Vandalismus im Besitz des Barons, Plünderung, Aushungerung von Schandstock, dann Aufhängen im Halse bis zum Tode. Aushungern am Schandstock? Oh Gott. Wen haben wir noch hier? Kedali wegen Verbrechen der Götzen. Verteilung aufrührerischer Schriften, Aufhängen am Hals bis zum Tode. Albright wegen Verbrechen der Götzen. Anführer des aufrührerischen Gesindels, Aufhängen am Hals bis zum Tode, danach Vierteilung. Danach? Oh, ist ja süß. Dann hat er doch gar nichts mehr davon. Gasso. In Einzelhaft halten, Achtung, darf nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Diebesfängers Generals verhört oder hingerichtet werden. Ich glaube, die meinen Basso. Naja. Warden, wegen Verbrechen der Götzen, Aufhetzerei und Aufwiegelung, Aufhängen im Halse. Root, wegen Verbrechen der Götzen, Vandalismus am Besitz des Barons, Aufhängen im Halse. Thurber, wegen Verbrechen der Götzen, Aufwiegelung unter den Adligen, Verhör danach Aufhängen im Halse. Heißt, oh, jetzt habe ich vergessen, wo war denn jetzt Gasso? Ah, hier, Kapitel 4. Bergfriedpläne, Kombination des großen Tresors. Gasso war Nummer 5. Ist wahrscheinlich vollkommen egal. Dann weiß ich jetzt mal Bescheid. Oh, der sieht nicht mehr so gesund aus. Hallo, was haben wir denn hier? Götzenbrief. Oh je. Das Gefühl, der gehörte zu mir. Am Montagabend kam ich heim, es war schon ziemlich spät. Der Stadt trägt mir vor meinem Haus, wo soll ich mein eigenes... Komm. Oh Gott, danke. Hä? Oh. Danke, Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Oh, ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie einer tötet, dann wäre das ich. Was hast du vor? Oh, halt, 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 halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Hör zu, Garrett. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Es geht nicht um Bezahlung. Ich bin eben ich. Garrett. Falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Der legendäre Tresor, also. Interessant. Der arme Besser sah ein bisschen mitgenommen aus. Es tut mir so leid um seine Vögel. Es hat ein Blick hat gereicht und er wusste, was los ist. Oh Mann, es ist zum Heulen. Wow. Was ist hier los? Wow. Sehr. Wow. Oh Gott. Okay, ich hoffe wirklich, dass Besser hier ungeschoren rauskommt. Und ohne sich noch irgendwas zu brechen. Und vor allem habe ich auch das Ich hier. Moment, was ist das? Das versteht der Baron unter Ordnung und Effizienz. Würde er diese Stadt wirklich verstehen, wüsste er, dass das nie funktioniert. Krasse Scheiße. Maschinen, ohne Ende. Verstehe. Ja. Okay. Jetzt muss ich aber den Part wirklich mal beenden. Ich weiß ja, dass es noch weitergeht, aber es war gerade einfach viel zu spannend, um dass ich jetzt irgendwie hätte beenden können. Und ich werde jetzt den nächsten Part auf jeden Fall auch direkt mit aufnehmen.
Weil, ach, ich muss dieses Level jetzt einfach zu Ende kriegen, weil es gerade so spannend. Okay, wir haben zumindest Besser befreit und sind jetzt aber noch auf der Suche nach diesem großen Tresor. Und den werden wir in der nächsten Folge hoffentlich finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch ruhig einen Kommentar da und vor allem eine Bewertung. Einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Unten der Abo-Button und guckt bei der Gelegenheit auch gleich mal unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.